Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, hier im Kino. Mein Name ist Helge Schneider, vielleicht haben Sie mich erkannt, an der Gitarre oder am Gang. Ich muss mal eben meine Brille aufsetzen. Ich möchte einen Film heute hier zeigen lassen von dem jeweiligen Filmvorführer, dessen Name mir jetzt nicht geläufig ist. Aber ich fände gut, wenn der mal rauskommt und sich vorstellt. Denn der nun folgende Film ist ein ziemlich harter Krimi. Ein wirklich rauer Film mit Charles Bronson, einem meiner Lieblingsschauspieler, zur damaligen Zeit eine ziemlich harte Socke. Wenn man den jetzt in den letzten Jahren nochmal gesehen hat, da hat er in so einer Polizeiserie mitgemacht. Das ist ja langweilig, ist ein völlig anderer Mensch plötzlich. Aber in Kalter Hauch, da spielt er so einen Killer und der lernt so einen Jungen an, der wird auch unheimlich klasse hier gespielt von dem, wie heißt der Kerl hier, Jean-Michel Vincent, also Jan-Michael Vincent. 100 Minuten Spannung und man weiß so ungefähr bald auch, wie das vielleicht ausgehen würde, aber zum Schluss gibt es dann doch noch eine Überraschung, wie fast an Charles Bronson-Filmen der damaligen Zeit.